Hallo, mein Name ist Annika Mühlhäuser und ich bin von der Projektinitiative Schüler gegen Vergessen für Demokratie. Und wir als Projekt waren als Delegation heute hier in Frankfurt bei der Evangelischen Akademie und durften zugucken, wie die Veranstalter des hessischen Plädoyers diskutiert haben, inwiefern das Plädoyer schon fertig ist, um es an den hessischen Landespräsidenten zu versenden. Wir durften außerdem selbst dazu beitragen und einige Worte an die versammelte Delegation richten. Doch insgesamt braucht es neben dem rein reaktiven Handeln auch Personengruppen, die durchgängig daran arbeiten, dass ein friedliches Miteinander herrscht. Wie kann ich mich nachhaltig für ein Thema, das mir wichtig ist, einsetzen? Wenn man besonders als Schüler beginnen will, merkt man erst, wie schwierig es ist, anzufangen. Und ziemlich interessant, wie viele unterschiedliche Impulse gebracht worden sind. Das ist mehr denn je, wenn wir täglich die Tagesschau uns anschauen, dann wissen wir umso mehr, wie wichtig und wie fragil auch dieses Gute der Demokratie ist und dass die Demokratie kein Selbstläufer ist und immer wieder wir uns für unsere Demokratie einzusetzen haben. Ich fand am besten an der Veranstaltung A, dass wir überhaupt eingeladen wurden, dass wir hier reden durften und auch, dass, obwohl es in Corona-Zeiten immer schwer ist, zusammenzukommen, wir hier die Möglichkeit hatten, Demokratie wirklich zu leben. Und ich denke, dafür können wir dankbar sein. Mit dem zunehmenden Rechtsextremismus, dem Hass und der Hetze wird jedoch immer deutlicher, dass es nicht mehr genügt, solidarisch zu handeln. Es bedarf solidarischen Lebens, der Ausrichtung des Denkens und des Handelns nach demokratischen Grundprinzipien in seiner vollen Umfänglichkeit. Ich fand es am Anfang sehr interessant. Da gab es ein Argument, dass man die Diskussion aus den sozialen Netzwerken in dieser Form entfernen müsste. Und ich frage mich, wie man das schaffen will. Und das wird vermutlich für spätere Diskussionen auch nochmal ein sehr interessanter Punkt werden, glaube ich. Diese Reaktionen sind sicherlich wichtig. Und ich bin glücklich über jede Person, die sich aktiv dagegen stellt und sagt, diese Tat werde ich nicht einfach hinnehmen. Ich fand es klasse, dass wir heute beim hessischen Plädoyer zur Solidarität dabei sein konnten und freue mich, dass wir selber einen Beitrag leisten konnten und gleichzeitig den Diskurs von vielen verschiedenen Personen miterleben durften. Wir können uns nicht mehr fragen, was hätten wir denn getan, wenn der Antisemitismus, die Xenophobie in unserer Zeit so viel Zuspruch gefunden hätten. Wir müssen uns nun fragen, was können wir tun, jetzt, wo dem erneut so ist? Und es gibt eine Antwort. Und diese Antwort ist, wir müssen den Dialog suchen und uns der Bedeutung des gesprochenen Wortes bewusst werden. Mir ist es dementsprechend ein Anliegen, dass wir nicht auf die zweite Welle der Pandemie warten, die uns zu einem solidarischen Miteinander zwingt, sondern dass wir solidarisch sind. Und ich sage es noch einmal, weil es in unserer menschlichen Verantwortung verankert ist. Mich fasziniert hat an der heutigen Veranstaltung besonders die Diskussionsrunde im Anschluss. Einer der Moderatoren meinte auch Demokratie live und dem stimme ich zu. Also man kann nur jeder Stadt, jeder Kommune wünschen, dass sie eine ähnliche Gruppe von engagierten jungen Menschen findet, die sich da zu Wort meldet, laut, vernehmlich und auch tatsächlich die Herzen der Menschen erreicht. Also ich habe mich sehr gefreut, dass die Jugendlichen heute eingeladen waren, hier ihr Wort zu erheben und mitzuwirken beim Plädoyer für solidarisches Zusammenleben. Ich glaube, das hat die Diskussion bereichert und ich habe mich sehr gefreut, dass es ganz viel positives Feedback gab und dass auch die Jugendlichen für ihre exzellenten Beiträge gelobt wurden. Dafür freue ich mich sehr und danke sehr für das Engagement der Gruppe. Danke.